Aha. Hey, Sarah! Hey, ihr beiden! Hallo! Was ist denn? Da ist ein Imker, der winkt uns zu. Hallo! Na komm schon, Mia, wir müssen weiter. Mia, komm schon. Hey, vielleicht hat der Honig übrig. Das wäre doch perfekt für das Eis, oder? Hör zu, Mia, ich bin hergekommen, um Himbeeren zu pflücken. Also werde ich Himbeeren pflücken. Pipino, wir gehen. Die sind hier drüben, falls es dich interessiert. Gut, ich komme gleich. Hi, na? Entschuldigung. Ich bin Fabio. Hallo, Fabio. Ich bin Mia. Das war doch Sarah. Du kennst sie? Ja, wir waren in derselben Klasse in der Schule. Naja, lange Geschichte. Aber ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Und wieso habt ihr den Kontakt verloren? Ich habe versucht, sie nach dem Unfall zu besuchen, sehr oft sogar. Sie wollte keinen Besuch? Wie es aussieht, kennst du sie? Naja, vielleicht hat sie nicht gewusst, dass du es warst. Doch schon. Ist schon okay, ich bin sicher, sie hatte ihre Gründe. Gut, ich wollte dich eigentlich um etwas bitten, und zwar... Honig warben. Sicher. Dankeschön. Na klar, doch, gern geschehen. Klebrig. Vielleicht kannst du Sarah was sagen. Nein, warte. Gibst du ihr bitte das hier? Das ist nur ein bisschen Musik. Songs, die sie wahrscheinlich mag. Sicher. Ja. War schön, dich kennenzulernen, Fabio. Sehe ich auch so. Und danke, ja? Wir sehen uns. Alles gut. Du wirst nie erraten, wer das war. Dann klär mich doch auf. Das war Fabio. Aber das hast du schon gewusst, oder? Er hat mir das hier für dich gegeben. Das ist ein MP3-Player. Ich will ihn nicht. Hä? Huh? Ich will ihn nicht. Und wirst du mich jetzt weiter so anstarren? Oder willst du ein paar Himbeeren pflücken? Ich wette, du freust dich auf das Striegeln. Stimmt's, mein Lieber? Ich habe überall diese Stacheln. Wieso hast du denn keinen? Hab ich. Ich bin nur dran gewöhnt. Wieso bürstest du nicht Pepino und ich wasche die Himbeeren? Klar.